So, liebe SG-Familie, das war das letzte Heimspiel im Jahr 2019 gegen GWD Minden, Endstand 27-22. Aber das wichtigere Thema ist, dieser Mann hier, der hat nämlich verlängert bis 2025. Was hat dich denn da geritten, Jim, wenn ich mal fragen darf? Ja, ne, also ich fühle mich wohl hier. Ich habe anfangs sofort so Verein auch gesagt, ich will ja länger als 23 wie viele andere hier, weil ich will ja auch, das war von meiner Seite wichtig, weil ich glaube viel an diesen Verein. Wir fühlen uns wohl hier als Familie in Handewitt und ich lebe meinen Traum jeden Tag. Warum soll man nicht lange dann sein, bleiben? Das ehrt dich natürlich, ist sehr schön, aber es könnte ja auch sein, dass niemand anders gefragt hat, ob du woanders spielen möchtest, aber das glaube ich nicht, oder? Ja, also das ist ja auch egal, ob ich eine Frage gekriegt habe oder 150. Das war für mich wichtig, hier zu bleiben und da war ich ganz ehrlich auch gegen den Verein und ich wollte hier bleiben und wollte nicht eine oder zwei Anfrage von anderen Vereinen kriegen. Jetzt, wenn man oben durch den Umlauf geht in der Flens Arena, da ist ja die Hall of Fame. Also ich sag mal, mit 12 Jahren dann hat man, glaube ich, ganz gute Chancen, da oben hinzuhängen. Das hat aber keine Rolle gespielt, oder? Nein, also natürlich ist das ein Riesenehr, wenn das so weit kommt, aber ich muss ja erstmal diese 5,5 Jahre noch schaffen bis dahin. Und wer weiß, 2025, dann werde ich ja 33. Vielleicht habe ich noch ein paar Jahre im Körper, wer weiß. 2025 wirst du 33, bin ich 55 übrigens. Ja, genau, dann hast du auch ein paar Jahre noch, dass ich stehe. Da komme ich nie hin, will ich auch gar nicht. Aber ist natürlich auf jeden Fall ein Signal auch für den Verein, für die Region, für die Fans. Spricht man sich eigentlich vorher ab mit so Leuten in der Mannschaft, dass man so sagt, Mensch, ich überlege zu verlängern und wenn, dann mache ich es gleich richtig oder ist das eine Entscheidung, die man ganz alleine trifft? Na, also ich glaube, man trifft das ja ganz allein, das ist ja so, aber ich meine mehr von Vereinsseite, die habe gezeigt, da mit vielen Verlängerungen, lange Verlängerungen und auch die Neuzugänge, was dann fand ich, das passt ja alles zu mir auch. Wir wollen ja da oben bleiben, wir wollen Spitzenhandball hier zeigen für diese Fans und diese Region und ich meine dann, ich lebe meinen Traum jeden Tag und dann war das ganz einfach am Ende. Donnerwetter, bis 2025. Jetzt lass uns noch ganz kurz über Weihnachten sprechen. Mhm. Alle Jahre wieder treffen wir uns hier in der Flens Arena und müssen irgendwie rund um Heiligabend Handball spielen. Habe ich Holger Glandorf gerade schon gefragt. Wie schwer ist denn das, wenn man Heiligabend unterm Tannenbaum sitzt, die Gans, die Ente, was auch immer steht auf dem Tisch und du weißt, du musst in 2 Tagen spielen. Isst man da ein bisschen weniger? Ja, also man denkt, also ganz ehrlich, denkt man ein bisschen nach, weil das ist ja so, du kannst ja nicht 3 Kurze so dein Essen nehmen, das ist ja so. Aber ich glaube, wenn du eine Champion werden willst, dann schaffst du auch 3 Tage zu warten, glaube ich, mit dieser Whisky nach dem Essen oder was dir gefällt. Ne? Jetzt haben wir ja 2 Punkte eingefahren gegen Minden, das heißt, jetzt habt ihr, glaube ich, spielfrei bis über Silvester, ne? Und dann genau. Ist ja EM, also du hast nicht frei, du musst zur Mannschaft, ne? Ja, also Nationalmannschaft. Nationalmannschaft erstmal, aber das erstmal 1. Januar. Also jetzt haben wir 5, 6 Tage ganz frei mit Familie und das werde ich ja sehr genießen. Aber 1. Januar ist auch wieder blöd, ne? Weil Silvester, da würde man ja auch vielleicht einen Whisky trinken wollen, geht auch nicht. Nein, aber das ist ja halt so, Handballprofi, das kann man alles zur Seite legen, bis man aufhört. Da muss ich ja mich dann halten bis 25, aber das mache ich, das ist ja kein Problem für mich dann. Okay, hast du für dich so einen ungefähren Plan, also bis 2025, was du noch alles erreichen willst mit der SG? Also bis 2025 sind ja dann nochmal, dann 5 Jahre. Man könnte ja nochmal 5-mal Meister werden, ne? Also, oder 5-mal die Champions League gewinnen oder 5-mal Pokalsieger oder alles. Ja, ich war ja jetzt hier 6,5 Jahre, ich weiß, wie schwer das ist, Titel zu gewinnen. Aber ich habe ja, muss man auch ganz ehrlich sagen, ich habe alles erreicht mit diesem Verein. Warum soll ich das nicht nochmal alles erreichen? Das wäre ja schon ein Riesentraum. Aber halt Spitzenhandball zu spielen jeden Tag für so einen tollen Verein, das ist ja mein Ziel. Und wenn das Ende ein Titel oder 5, da werde ich ja kämpfen jeden Tag, dass das auf jeden Fall mehr als eine wird. So, guck mal, das ist nämlich ein geiler Typ, ne? Jim Gottfriedsson. Und eine andere Frage noch, die letzte nämlich, wirst du dann in der neuen Saison mit der 25 auflaufen? Weil jetzt hast du ja die 24. 25 wäre natürlich stimmiger. Ja, das wäre was, aber ich glaube, ich behalte meine Nummer 24. Okay, dann behalte ich meine schon. Also, ihr Lieben, ihr wisst Bescheid, letztes Spiel ist durch, 27-22. Wir gewinnen gegen Minden. Frohes Fest für den Rest, guten Rutsch, Jim. Viel Erfolg bei der Nationalmannschaft und bei der Europameisterschaft. Und dann sehen wir uns spätestens am 2. Februar wieder hier in der Flens Arena. Guten Rutsch, mein Lieber. Ja, ebenso. Und vielen Dank. 2025. Weltklasse. Tschö.